Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last Door. Wir können endlich weiterspielen. Ich musste die letzten zwei Tage ausfallen lassen, da ich mit dem Produzieren nicht hinterhergekommen bin, da ich, so wie alle um mich rum, eine etwas, eine leichte Erkältung hatten, sag ich mal, und die Stimme etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde. Jetzt geht's wieder, hoffe ich. Man dürfte also keinen großen Unterschied merken, außer dass ich etwas nasal klinge eventuell. Aber jetzt zurück zum Spiel. Wir haben in der letzten Folge ja die Blumen auf das Grab gelegt und haben diesen netten Herrn da oben an der Klippe getroffen. Und in der ganzen Zeit hat es dann gebümmelt. Das war unser Zeichen, dass die Kirche jetzt offen ist und wir zu Pater Oskar können. Der ja in diesem Traum von Professor Wright erschienen ist, oder... Ich glaube, der hat, glaube ich, was geschrien zu ihm. War das so? Ich weiß es gar nicht mehr genau, da ich jetzt, glaube ich, eine Woche lang nicht aufnehmen konnte. Und hier ist er schon. Ich rede mal mit ihm. Guten Morgen. Gott zum Gruße. Was ist los, Pater? Was ist mit den Mitgliedern Ihrer Kirchengemeinde zugestoßen? Den Mitgliedern? Das Dorf hat düstere Zeiten erlebt. Viele sind gegangen und der Rest hat den Glauben verloren. Jeden Tag läute ich die Glocken, aber niemand antwortet. Möge Gott sich ihrer Seelen erbarmen. Warum glauben Sie, ist das so? Ich weiß es nicht. Der Nebel, der diese Küste bedeckt und die Formen, die darin wirbeln, sind seit langem ein Quell der Gerüchte. Aber in letzter Zeit handeln die Geschichten der Leute nicht mehr von den Piraten und Schmugglern, sondern von etwas viel Unheimlicherem. Manche sagen, der Teufel selbst sei an unsere Küste gekommen. Es ist ein Gerücht, welches ich nicht wage, außer Acht zu lassen. Kennen Sie Professor Wright persönlich? Aber ja, natürlich. Adam war, besser gesagt, ist nicht bloß ein Gemeindemitglied, sondern auch einer meiner engsten Freunde. Seit unserer Jugend genossen wir viele wissenschaftliche, manchmal auch richtig inbrünstige Diskussionen. Er als Anthropologe und ich als Theologe. Das heißt, bis er krank wurde. Aber seit er so ist, habe ich ihn nicht mehr besucht. Okay, ich muss gehen, Pater. Warten Sie bitte einen Moment. Ich muss Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Bitte geben Sie das hier Adam. Ich weiß nicht, ob es für ihn jetzt noch irgendeine Bedeutung hat, aber es wird meiner Seele Frieden bringen, wenn ein Zeichen unserer Freundschaft an seiner Seite ruht. Und wir haben ein Foto bekommen. Und da haben wir Wrights Herrenhaus wieder. Ach, übrigens habe ich noch ein paar Sachen entdeckt im Schnitt. Komme ich gleich zu. Guten Morgen, Gott zum Gruße. Okay, niemand... der mit mir reden möchte. Ich gucke mich mal nochmal um hier ein bisschen. Ein ärmlicher Altar aus schmucklosem Marmor. Dieses verwahrloste und veraltete Kreuz spiegelt den Glauben der Dorfbewohner nur zu gut wider. Okay, ein Beichtstuhl. Ja, Wickbott ist also eine katholische Kirchengemeinde. Gut, haben nur die Katholiken, haben die einen Beichtstuhl und die anderen nicht? Ich kenne mich damit leider nicht aus. Was heißt leider? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin ohne Kirche aufgewachsen. So, und was ich noch entdeckt habe. Genau, im Schnitt habe ich entdeckt, was mir vorher überhaupt nicht aufgefallen ist. Diese Statuen im Anwesen von Dr. Wright. Und ich muss niesen. Oh, Entschuldigung. Ich habe es rausgeschnitten. Diese Statuen in Wrights Anwesen. Da habe ich gerade noch was entdeckt gehabt. Wie gesagt, im Schnitt. Denn mir ist aufgefallen, dass manche die Masken auf hatten und manche die Masken ab hatten. Und in der nächsten Szene war es dann wieder andersrum. Hier, zum Beispiel habe ich bei der hier gesehen, dass in einer Szene die Maske quasi vom Körper weggehalten wurde. So wie er jetzt hier hinten, wenn man es bei dieser Pixelgrafik gerade so erkennen kann. Und ich
gehe davon aus, dass es diese komischen Drehteile sind. Das heißt, ich muss die alle so drehen, dass. Ach ja, guck mal, jetzt sehe ich noch was. Ich muss die alle so drehen, dass alle ihre Masken weghalten, denn die Inschrift hier besagt, wenn die vier ihre Masken aus Lügen ablegen, wird der Pfad zum Grabe freigelegt. Das heißt, wenn alle vier die Maske von sich strecken, wird hier wahrscheinlich irgendein Geheimgang offengelegt. Und ich habe jetzt mal die erste Statue mal gesehen. Die hat so eine komische Krone auf, die aussieht wie so ein Turm. Ich kann es euch, hier geht's lang, ich kann es euch ja mal zeigen, wenn ich jetzt dieses Ding hier drehe. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob jetzt da eine Maske anders aussieht. Ja, guck mal hier. Er hat seine Maske abgelegt. So, er hat seine Maske abgelegt, das heißt, ich muss nur noch ihn hier finden. Statue einer Königin, deren Gesicht einer Königin. Geistlicher, ein Weiser und eine Bäuerin. Okay, jetzt muss ich rausfinden, welcher Drehmechanismus dieses Ding da bewirkt. Dafür gehe ich mal, okay, vorne rum. Haupteingang ist von innen verschlossen. Ach Mist, jetzt habe ich wieder rausgeklickt. Entschuldigung. So. Aber ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt schon sein möchte, weil ich wollte mir erstmal dieses von den Klippen gestürzte Haus angucken. Der Keller ist offen. Ach, da waren wir ja schon drin, stimmt. Gab es im Keller so ein Teil? Ich weiß es leider nicht mehr. Ich gehe mal. Oh, guck mal. Die Tür ist offen. Die war vorher zu. Die Tür war definitiv vorher zu. Na gut, dann gucke ich mir erstmal hier um. Es ist ein einfacher Holzschrank, nichts Interessantes. Ein Bett. Sieht aus wie ein Gästezimmer. Eine verschlossene Kiste. Okay. Im Inneren liegt ein Schlüssel. Was ist das für ein Schlüssel? Ein gelber Schlüssel. Okay. Haben wir hier noch? Ach, guck mal, hier ist noch eine Decke. Ein Käfig bedeckt mit einem bestickten Tuch. Das Ende eines Spruches ist darauf geschrieben. Es wird ein Besucher kommen. Oder wird ein Besucher kommen. Okay, das kann ich mir mitnehmen. Jetzt könnte ich quasi oben schon zwei Käfige abdecken. Hier ist kein Vogel drin. Ein Kleiderständer. An dem Kleiderständer ist aber nichts zu holen. Okay. Ich gucke mal. Wo war? Auf jeden Fall oben auf dem Dachboden war so ein Drehteil. Ach, guck. Hä? Das war doch vorher nicht dunkel hier. Sie lässt sich nicht öffnen. Irgendwie sieht das alles anders aus hier. Okay, das ist das Badezimmer. Das ist die Tür von Professor Wright. Die Tür ist mit einem Schlüssel versperrt. Okay, das war der richtige. Professor Wright ist nicht hier. Ratsching. Da liegt ein offenes Buch auf dem Boden. The Book of Birds, das Buch der Vögel. Es ist eine Sammlung von Legenden, in denen es um Vögel geht. Manche Textstellen wurden markiert. Aha. Diese elende Krähe versucht, die anderen Vögel in die Irre zu führen und leitet sie das Land der Nebel und der Stille. Viele Vögel folgten ihr und waren für immer hinter dem Schleier verloren. Nur die Weisheit des Hauben-Wiedehopf und die Besonnenheit des Rotkehlchen konnten die verbleibende 28 wieder auf den Pfad der Rechtschaffenheit zurückführen. Seitdem singen die Vögel ihr Loblied, denn ohne den Wiedehopf und dem Rotkehlchen würde für immer Stille herrschen. Rejimini. Professor Wrights Bademantel und Hausschuhe. Okay, er hat fluchtartig. Draußen schneit es.
Er hat fluchtartig wohl das Zimmer verlassen. Okay. Ich dachte, ich kann ihm jetzt das Foto zeigen hier. Gut, ich gehe mal auf den Dachboden. So, pass mal auf. Hier haben wir... Ich gucke mal, warte mal, bevor ich hier dran drehe, gucke ich mal aus dem Fenster. Da müssten wir die Statuen sehen. So, Maske ab, Maske ab, Maske ab, Maske auf. Da sehen wir's. Jetzt können wir mal gucken, welche Maske sich hier verändert, wenn ich hier dran drehe. So. Ach, guck mal. Maske ab, Maske ab, Maske ab, Maske ab. Die zentrale Statue steht da mit offenen Armen. Okay. Dann schaue ich da mal wieder runter. Ich muss husten, ganz kleinen Moment. Okay, so ganz bin ich noch nicht wieder fit. Aber ich wollte das Spiel ja auch irgendwann mal zu Ende kriegen. So, das Ding haben wir. Sieht es hier irgendwie anders aus? Nö. Gut. Ich gehe mal. Wie sehen die Bilder hier auch anders aus? Oder kann mich auch täuschen? Mittelalterliche Szene, ne. Gut, ich gehe mal. Was wollte ich sagen? Gehe ich jetzt schon mal zum Krähenhaus, also zu diesem Krähenzimmer und probiere da was? Oder mache ich das später? Ich öffne mir erstmal die Fronttür. Okay, die ist verschlossen. Gut, dann nehme ich den Hinterausgang und gucke mal zum Dingens hier, zum Statuenpark. Wo ist eigentlich Miss Oakwood? So, ach, gucke mal. Alle haben ihre Masken ab und sie hat die Star hier die diesen komischen Krug fallen lassen. Die zentrale Statue hat ihre Position verändert und das Tongefäß ist auf den Boden gefallen. So, was haben wir hier? Das Tongefäß, welches von der Statue gehalten wurde, ist in viele Stücke zerbrochen. Da liegt aber noch etwas anderes. Es muss im Inneren versteckt gewesen sein. Es sieht aus wie ein Kompass, aber er muss kaputt sein, denn er zeigt nicht nach Norden. Okay. Doch nicht. Ich dachte, die Statue hier verschiebt sich und öffnet mir irgendeinen Geheimgang. Zeigt nicht nach Norden. Ach, guck mal. Der führt mich doch jetzt irgendwo hin. Auf jeden Fall von hier weg. So, ich gehe mal zur Klippe. Da war dieses abgestürzte Haus, aber da soll ich nicht hin. Wisst ihr, der Kompass zeigt woanders hin. Dann gehe ich mal zum Stadtplatz. Nein, da soll ich auch nicht hin. Zum Gasthaus. Da auch nicht. Doch zum Herrenhaus. Aber von da zeigt er ja auch weg. Der zeigt eindeutig vom... Hä? Zum Friedhof? Ja. Okay. Da sind die Blumen. Halt. Guck mal, er zeigt genau auf dieses Grab. Der Kompass deutet auf dieses Grab. Okay, wir graben was aus. Hier ist etwas vergraben. Ein gravierter Stein. Es scheint nur eine Hälfte einer größeren Statue zu sein. Okay. Figurenstück. Wo könnte ich denn bitte jetzt ein Figurenstück gebrauchen? Ich weiß, dass von der einen Fronttürstatue oder der Kopf fehlte. Aber ich glaube nicht, dass das dort passt. Ich gehe mal zur Klippe und guck mir mal
dieses alte Landhaus von ihm an. Diese Felsen sehen aus wie Überreste eines Erdrutsches. Ja, das hat sie ja gesagt. Tür ist offen. Okay. Ein leerer Kleiderschrank. Sein Holz über die Jahre an der Seeluft verrottet. Da fehlt ein Ist oder so. Da ist nichts drin. Das Gemälde zeigt, wie das Haus aussah, bevor der Erdrutsch es zerstörte. Mal einen kleinen Schluck trinken. Kleinen Moment. So. Okay. Das Fundament des Hauses ist schwer beschädigt. Ich muss mit äußerster Sorgfalt vorgehen. Es könnte jeden Moment zusammenbrechen. Okay, dann gucken wir, dass wir hier nichts kaputt machen. Außer aber nicht groß, ne? Ach, guck mal. Dort ist eine auffällige Vertiefung im Stein. Sieht das aus wie die Statue? Nö. Auffällige Vertiefung im Stein. Die Statue passt da nicht rein. Lampe auch nicht. Passt da überhaupt irgendwas rein? Nö, dann habe ich da noch nichts. Was ich hier reinpacken könnte. Okay. Das war's dann auch. Gut, habe ich hier auch erstmal alles gesehen? Dann gehe ich mal zurück zum Herrenhaus. Oder soll ich mal erstmal mit Kaufmann reden? Ich habe herausgefunden, dass Professor Wrights Familie einmal ein Haus auf den Klippen besaß. Laut einem der Leute ist der Professor Wright als junger Mann fast gestorben, als das Sommerhaus der Familie durch einen Erdrutsch zerstört wurde. Ein Haus am Meer? Ein Erdrutsch? Verzeihen Sie, Wakefield, aber die Antwort liegt doch auf der Hand, oder? Während der Sitzung sagte der Professor, dass der Eingang des Tunnels hinter einem Wasserfall nicht aus Wasser, sondern aus Stein und Schlamm liegt. Das kann doch kein Zufall mehr sein. Ich vermute, dass der Eingang des Tunnels irgendwo im Haus verborgen ist. Ja? Okay, ruhen Sie sich mal aus. Danke, mein Freund. Ja, hust, hust. Okay. Also das ist wohl klar, diese Vertiefung ist irgendwas, wo ich da was einsetzen kann, um hier Eingang zu öffnen. Klarer Fall. Okay, jetzt gucke ich mal, ob ich mit dieser halben Statue, die ich hier habe, eventuell irgendwas hier einsetzen kann. Nein, 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 nein. Nö. Hier? Nö, auch nicht. Okay. In dem Brunnen vielleicht? Auch nicht. Gut, dann gucke ich mal zurück ins Haus. Ob es da irgendwo vielleicht was gibt. Im Keller unten waren wir. Da war dieses verschüttete Ding. Da gehe ich erstmal nicht runter. Ich gucke mich mal hier im Herrenhaus nochmal um. Und wo zum Geier ist denn der Professor hin verschwunden? Ach so. Genau, ich werde mir mal dieses Buch nehmen und gucken, ob ich mit den Vögeln da irgendwas abdecken kann, weil wir sollen ja zwei abdecken. Ah, das Feuer hier ist aus, deswegen ist es ja dunkel. Ach, guck mal hier, mein Freund. Der Globus. Keine Ahnung, warum der im Dunkeln immer so höllenlangsam läuft. So. Ich gucke mal nochmal ins Büchlein. Versucht die anderen Vögel die Irre zu finden und leitet sie in das Land der Nebel und der Stille. Viele Vögel folgten ihr und waren für immer hinter dem Schleier verloren. Nur die Weisheit des Haubenwiedehopf und die Besonnenheit des Rotkehlchens. So.
Okay, jetzt müsste ich vielleicht nochmal wissen, was, wie denn ein Waisendingenskirchen aussieht und ein Wiedehopf. Ich schreibe mir das mal eben auf. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Zettel finde. So, ein Stift ist einmal hier. So. Guck ich mal. So, Haubenwiederhopf. Haubenwiederhopf. Wiederhopf. Und Rotkehlchen. Rotkehlchen. Okay. Ah, pass auf. Ich werde mal nach diesen beiden Vögeln googeln. Und der beschreibt ja mal sehr schön, wie das Fieder aussieht und langer Schnabel und bla bla bla. Und dann werde ich mal danach gehen, wie das Rotkehlchen und der Haubenwiederhopf aussieht und die beiden Vögel dann abdecken. Mal gucken, ob da was passiert. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.